Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu Crysis 1. Unser nächstes Missionsziel lautet, wir sollen die draußen fahrenden Panzer zerstören. Aber wir fegen den erstmal eine Etage tiefer. Okay, jetzt sind wir hier auf dem Dach. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ich schätze mal eher weniger, weil wir haben hier nur MGs rumliegen. Ah, warte, was ist drin? Ach, das ist schade. Das ist nur eine Kiste. Dann werfen wir die auf den Panzer. Okay, wir gehen runter. Ich finde wir unten. Noch. Irgendwas Besseres. Panzerfaust oder ähnliches. Ich könnte jetzt nicht sagen, wie wir den Panzer oder die Panzer zerstören sollten. Könnten. Okay, wir rotten erstmal hier. Darf ich das überhaupt sagen? Rotten erstmal hier. Wir eliminieren hier erstmal vorbildlich die Gegner. Ich dachte, da schießt schon die Hühner auf uns. Na komm schon, leg dich hin. Okay, wir haben jetzt ein Problem. Die Panzer sind, oder waren das sie hier? Aber als größtes Problem sehe ich trotzdem auf jeden Fall die Panzer. Außer man weiß natürlich gleich, wie man die zerstört. Weil ich habe jetzt genau. Das ist das Problem. Die haben uns jetzt wahrscheinlich richtig gut erwischt. Oder waren das wieder die Minen? Das kann ich mir jetzt aber weniger vorstellen. Okay, dann geht's hier nochmal weiter. So, wie kam denn der? Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Munition ist unsere Lebensversicherung. Da sind wir voll. Jetzt nicht mehr. Okay. Da müssen wir vielleicht vorsichtiger agieren. Und zwar gehen wir erst ins Tarnfeld. Warum haben die uns gesehen? Wir waren doch im Tarnfeld. Oder sehen die uns, wenn wir laufen? Okay, da ist jetzt natürlich guter Rat her, Leute. Was kann ich tun? Ich habe nichts. Ich habe maximale... Ich habe Tarn. Maximale Kraft, gell? Ja, aber das bringt mir nichts. Vielleicht maximale Geschwindigkeit. Das könnte mir vielleicht noch helfen. Pass mal auf. Vielleicht rein sieht die Panzer, damit wir die Geiseln sicher bringen können. Aber wie? Aber wie? Maximale Panzerung, ja. Und da draußen fahren zwei maximale Panzer. Scheiße, wie machen wir das? Maximale Geschwindigkeit vielleicht. Kommen wir hier an den Panzer ran? Ich muss es... Nee. Leute, ich muss es irgendwie probieren. Aber wie mache ich das? Wie komme ich... Wie mache ich das am besten? Probieren wir nochmal aufs Dach, aber da ist unsere Chance eigentlich doch relativ gering, dort irgendwie was zu reißen, oder? MGs? Aber das war schon. Ich kann mit MGs keine Panzer zerstören. Hier liegen noch Granaten. Boah, weg. Wir verschwinden hier.
gehen wieder ins Haus. Hier sind wir doch relativ sicher. Ja, relativ. So, dann gehen wir hier gleich mal wieder hoch. Sagen wir so, wenn die Infanteristen zu uns kommen, soll das schon mal recht sein. Dann müssen wir die hier nicht suchen. Gib mir mal einen Tipp hier. Was kann ich tun, damit ich die Panzer zerstören kann, mein Freund? Tja, Munition. Sorry, dass ich jetzt hier gerade so lahm spiele, aber mir fällt echt jede mögliche Idee, wie wir jetzt die Panzer hier ausschalten können. Ich kann es dir nicht sagen. Wir haben hier keinen Aufsatz, nichts. Waffe, kein Aufsatz. Taktischer Aufsatz. Was ist der taktische Aufsatz? Das Laser, den möchte ich nicht. Sturmvisier, Reflexvisier. Ja, scheiße. Na, wo bist du? Jungs. Mann, scheiße. Ich weiß es wirklich nicht. Wir haben aber auch nichts gesehen, oder? Vorhin, als wir hier reinkamen. Was Waffen oder so anging. Große Granaten fällt mir nichts ein, aber. Funktioniert so nicht. Hä? Geil, da rennt er mir vorbei. Cool, okay. Okay, was machen wir jetzt? Was machen wir? Tankstelle. Können wir was an der Tankstelle machen? Hier rein, die Bunker bringen uns überhaupt nichts. Hier können wir nichts tun, oder? Hier, guck mal, hier. Eine Reifenmontiermaschine. Ja, geil. Sehr geil. Splittergranaten, Pistolen, ja. Flashbangs, Munition, Granaten. Was liegt denn hier alles? Schrotpatronen sind voll. Sorry, so rum. So, was haben wir jetzt eigentlich alles aufgenommen? Haben wir hier irgendwas, wo wir modifizieren können? Taktische Aufsatz, Taschenlampe? Nee, haben wir nicht. Ja, scheiße. Wie mache ich die Panzer platt? Wie mache ich den Panzerplatz? Das ist jetzt die Frage dieser Folge. Wie schaffe ich es? So, der dürfte mich ja jetzt nicht sehen, oder? Sieht er mich nicht. Der schießt jetzt einfach mal blind rum, wenn er mich nicht. Er sieht mich nicht, das ist schon mal sehr gut. Aber der brennt schon. Und das bringt uns gar nichts, oder? Den Panzer kann man jetzt auch nicht hochlupfen und wegwerfen, oder? Wie kann ich den zerstören, Leute? Jetzt ist natürlich ein Problem, dass jetzt mir die maximale Panzerung hier wieder aktiviert wird. Maximale Stärke.
Aber was mache ich denn? Leute, was mache ich? Ich kann doch nicht hier jetzt irgendwie... Scheiße, was tue ich? Was tue ich? Der brennt ja schon ein wenig. Warum schießt er? Der kann mich ja nicht sehen, oder? Ne, der vermutet mich hier, okay. Maximale Panzerung. Fuck. Neutralisieren Sie die Panzer der KVA, damit wir die Geisel in Sicherheit bringen können. Aber wie? Was haben wir? Ich habe keine Granaten mehr. Gut, soll jetzt nicht so schlimm sein. Es war auf jeden Fall ein Versuch wert. Okay, wir müssen uns auf jeden Fall umschauen jetzt, was wir tun können. Energie kritisch. Maximale Panzerung. Liegt hier irgendwas rum? Liegt hier irgendetwas rum? Sei es eine Panzerfaust, sei es hier. Irgendwas. Tarnfeld aktiviert. Sorry dafür jetzt, dass es so lang geht, aber ja, so ist es nun mal. Aber ich suche einfach mal das ganze, Gelände ab. Leider kann man die Kisten hier nur nehmen und werfen. Man kann sie nicht öffnen und schauen, ob da jetzt irgendeine Waffe drin wäre, die uns weiterhelfen könnte. Den lassen wir jetzt einfach mal blind vor sich hinschießen. Ja. Okay, jetzt hat er uns gesehen. Unser Tarnfeld wieder aktivieren hier. Ich würde jetzt gerne hier mit dem Pickup wegfahren. Maximale Panzerung. Scheiße. Da steht der zweite Panzer. Wir haben hier einen Jeep. Aber das war's auch schon dann. Dann laufen wir jetzt erstmal hier an den Panzern hier vorbei. Vielleicht kommen wir hier noch rechtzeitig ins Haus rein. Maximale Panzerung. Wir haben jetzt erstmal hier ins Haus geschaut. Ja, aber mir fällt jegliche Idee auf jeden Fall. Ah, wir gehen mal hier weiter. Vielleicht liegt ja hier irgendwas. Hier, das kann man auch noch nehmen. Flashbang. Hier hören wir wieder Infanteristen. Tarnfeld aktiviert. So, dann hätten die... Ah, einer ist noch hier. Munition nehmen. So. Ah, mir liegt die Lösung einfach nicht bereit, nicht auf der Hand. Das ärgert mich jetzt schon ein bisschen. Tarnfeld aktiviert. Das muss schon mies sein, oder? Schon mies sein hier mit dem Tarnfeld. So, Munition haben wir jetzt endlich mal voll hier wieder. Das passt. Jetzt müssen wir nur noch hier diese dämlichen Panzer hier irgendwie vernichten können.
stirb. Wo? Wo ist der? Da muss nur einer sein. Hier, gib mal. Raketenwerfer nehmen. Du kannst nur einen. Okay. Wir wissen, wir haben einen Raketenwerfer gefunden. Oh. Und ich denke mal, der Panzer ist auch schon in der Nähe. Heißt, wir beeilen uns jetzt mal. Okay, wir haben hier aber noch irgendwo Infanteristen. Kann man hier kurz speichern? Spiel speichern, Spiel speichern. Speichern, bitte lass mich speichern. Spiel gespeichert. Sehr geil. So, dann haben wir das jetzt erstmal. Die Infanteristen. Ja, die verzieht ziemlich, die Waffe. Also auf größere Distanz. Okay, jetzt suchen wir den ersten Panzer. Und dann würde ich sagen, machen wir den erstmal platt. Ich setze hinüber. Nee. Ich schieß da den. Wo ist der platt? Nee, der ist nicht platt. Der wird hier nur angezeigt im Radar. Das ist aber doof. Weil wir haben jetzt nicht mehr so viel. Wir haben noch einen Raketenwerfer. War der hier drin? Nein. Der war doch hier drin, oder? Ich glaube in diesem Haus hier. Genau, das wurde ja hier schon. Munition. Munition voll. Munition voll, ne? Das ist hier. So, genau. Oder wir gehen zu dem anderen. Feuern ihn fast unmittelbar. Vor uns. Wir gucken, dass wir ihn. Dass wir so nah wie möglich rankommen. Tarnfeld aktiviert. Wo war denn der? Der war hier, gell? Ja, hier. Energie kritisch. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Okay, der braucht 3 Schuss. 2 Schuss haben wir jetzt natürlich vergeudet. Die Frage ist, kriegen wir die Munition wieder? Oder liegen vielleicht nochmal irgendwo. Tarnfeld aktiviert. Tja, jetzt haben wir wieder ein Problem hier. Wir haben keine. Scheiße, oder? Okay, vielleicht gibt es ja nochmal irgendwo. Waffe benutzen? Ne, das wollen wir jetzt nicht. Und es laufen immer noch Infanteristen hier rum. Tarnfeld aktiviert. Ich weiß nicht, respawn die immer wieder? Oder sind die dann quasi erledigt? Okay, wir suchen die Baracken weiter ab, die Häuser hier. Das hier sind diese Bunker. Die MG-Bunker. So, und den Panzer, wir brauchen. Wir haben nichts mehr, ne?
Wie machen wir den platt jetzt? Hey, hoffentlich, hey, ohne Witz, hoffentlich finden wir nochmal Munition für den Raketenwerfer. Das wäre jetzt gerade echt wirklich dämlich, wenn ich jetzt da neu... Ansonsten lade ich einfach an der Stelle. Da fährt er. Ich lade einfach nochmal an der Stelle. Ah, das ist eine Flashbang, das bringt mir gar nichts. Die bringt mir überhaupt nichts, okay. Das hat er ja schon. Ja, die respawn. Ich habe das Gefühl, die respawn mit der Zeit immer wieder. Bringt die maximale Stärke auch was mit Kugeln gegen Panzer? Das wäre so geil. Ja, komm. Lass mich doch mal kurz in Ruhe, bitte. Ich muss hier nachschauen, ob es hier noch irgendwas gibt. Nehmen. Nee. Scheiße. Na gut, okay, dann hat er mich jetzt. Okay, also, wir wissen, wir brauchen jetzt für unsere zwei Panzer die zwei Raketenwerfer und die Schüsse müssen auf jeden Fall sitzen. Okay. Granate. Dann schießen wir uns jetzt den Weg wieder zu den Panzern frei. Und... Das treffe ich irgendwie nicht mehr so, hm? Ja, also irgendwie ist das Ganze hier gerade etwas verzwickt. So, jetzt aber wieder mit voller Motivation Richtung Panzer. So, wir gehen auf jeden Fall in den Tarnfeld-Mode. So, das war der erste. Das hat jetzt schon mal viel besser geklappt als vorher. Und jetzt machen wir hier mal ein bisschen Speedy Gonzales, meine Freunde. Leider ist es ein bisschen zu kurz. Okay. Aber wir müssen weiter, wir müssen hier rum. Es ist so geil, diese Geschwindigkeit. Jetzt machen wir hier noch die zwei Panzer platt. Und dann war es das für heute. Da habe ich mich jetzt lang genug geärgert. Hier. Guck mal hier. Cool, ha? So, wir hören ihn schon. Es gibt jetzt nochmal einen Fight. Zwischen... Steph und dem Panzer. Alles klar. Verschwinden jetzt von hier. Moment, jawohl. Rücken Sie zum Treffpunkt vor. Roger. Kontrollpunkt, Spiel gespeichert. Und dann machen wir jetzt hier eine kleine Pause. Würde ich sagen, oder? Hier in dem, hier in Sicherheit. Genau. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis dahin, macht's gut und haut rein!